Hallo liebe Freunde des gepflegten Let's Plays, herzlich willkommen zurück zu Sailor Moon Another Story. Ja, letztes Mal haben wir ja Sailor Mercurs Szenario erfolgreich zu Ende gebracht und ich überlege schon die ganze Zeit, ob das vielleicht vernünftig war oder eben auch nicht, Dr. Schwarz da alleine mit Hans und seiner Mutter zurückzulassen. Na gut, aber naja, vielleicht sieht man sich ja wieder, aber das ist ja alles noch Schnee von morgen. Ja, wir machen einfach mal weiter und es geht weiter, wie ihr schon seht, mit Sailor Mars, die jetzt hier ihr Szenario absolvieren wird. Und wir machen einfach mal weiter. Also das ist die Stadt Lhasa. Der Stein, den ich zu Mamoru bringen muss, ist irgendwo hier in der Gegend. Hä? Was war das? Ich spüre einen plötzlichen Anstieg böser Energie. Ich frage mich, woher das kam. Nicht von hier. Wer bist du? Auch nicht von dieser Person? Irgendwie sieht dieser Tempel ein bisschen... Ich sollte ihn erstmal untersuchen. Kapitel 2. Die Suche nach dem Stein. Das haben wir schon mal gesehen. Ah, gut. Wir können uns jetzt hier frei bewegen. Da ist wieder so ein rotierender Luna-Kopf zum Speichern. Ja, den werde ich aber noch nicht benutzen, weil wir haben den Teil ja gerade erst angefangen und notfalls tut es auch ein Safe State. Gut. Mal kurz schauen, was hier so abgeht. Ich untersuche hier auch nochmal alle Vasen und so und klicke die mal ab, weil ich einfach nicht will, dass ich hier so ein Puzzleteil vergesse. Gut, mal schauen. Hier oben finde ich irgendwelche Statuen. Ja, zwei Stück hier auch. Ein paar Pötte hier. Okay. Dann gehen wir mal hier oben weiter. Oh, die sieht irgendwie anders aus. Ja, kann man noch nichts mit machen. Okay, mal weiter schauen. Oh! Das ist... Dieser Anstieg böser Energie muss von diesem Juwel kommen. Aber warum ist etwas so Böses in einem heiligen Tempel wie diesem? Hey! Was machst du denn da? Dieser Raum ist gesperrt. Oh, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur dieses wunderschöne Juwel betrachtet. Jedenfalls werde ich jetzt gehen. Halt, du verdächtig aussehende Person. Du hast versucht, unseren wertvollen Stein, den Gemetus-Rubin, zu stehlen. Stirb! Oh oh. Kampfzeit? Mal gucken, was erwartet uns hier. Zerstörer! Oho! Naja, ich hoffe mal, die sind nicht allzu schwer. Machen wir doch einfach mal... Ach, benutzen wir einfach mal den ganz normalen... Den Feuervogel hier, weil der auf mehrere geht. Den Feuerstrahl meine ich. Okay, oh ja, das war's auch schon. 20 Yen, das ist ja also... Tolle Belohnung. Das waren Dämonen? Wieso sollten Dämonen hier sein? Hey du, was machst du da? Ah, noch mehr von denen? Du wärst nicht hergekommen, würdest du nicht etwas wollen. Raus mit der Sprache. Ich bin nur hergekommen, um etwas Böses aufzuhalten. Hä? Was zum... Ich kann mich nicht bewegen. Was? Dieser Stein. Jetzt! Tu es! Oh. Ha, perfekt. Es ist hoffnungslos. Ich kann nicht einmal klar denken. Meine Freunde, es... Tut mir leid.
Das war's! Aufhören! Wer ist das? Quah! Bist du in Ordnung? Oh. Jenite, aber ich habe den Stein noch nicht bekommen. Warte, bist du nicht... Wer bist du? Mein Name ist Farek. Wie heißt du? Mars. Mein Name ist Sailor Mars. Es ist hier zu gefährlich. Du solltest besser hier weg. Oh. Was ist das hier für ein Ort? Bist du zu dir gekommen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du bist plötzlich einfach zusammengebrochen. Das ist mein Haus. Ach, so ist das. Vielen Dank. Gut, ich muss zum Haus des Ältesten. Bitte ruh dich noch etwas aus. Für einen Moment dachte ich doch tatsächlich, dass Farek wie Jedite aussieht. Es war wohl nur meine Einbildung. Okay, wir können uns hier wieder bewegen. Ja, schön geräumiges Haus. Hier hinten auch noch so ein paar Bücher stehen. Also toll. Oh, offener Ofen. Hier offene Küche, sagt man ja heutzutage. Das ist ja wirklich ganz was Feines. Gut, mal kurz schauen. So. Was gibt es denn hier Feines zu gucken? Wie gesagt, ich gucke mich immer noch mal ein bisschen um, immer ganz gerne. Einfach um zu schauen, ob ich hier irgendwelche Items finde. Sprich, Items werde ich in diesem Spiel wohl keine finden. Wohl hauptsächlich von diesen Puzzleteilchen. Gut. Hier gibt's schon mal nichts. Guten Tag. Das ist das spirituelle Dorf Jager, in dem es wichtig ist, ein reines Herz zu haben. Aha, interessant. Die Atmosphäre hier ist sehr dünn, also kann es gefährlich werden, bis du das Ende deiner Reise erreichst. Bereite zuerst dein Herz vor und beruhige deinen Atem. Oh, das sind ja wirklich wertvolle Tipps hier, also... ja, muss ich sagen. Also interessant, interessant. Guter Mann, was können Sie für mich tun? Jedite war jemand, der einen sehr mächtigen Stein besaß. Würde man seinen Körper zerstören, bestimmte sein Herz weiter. Okay. Ja, machen wir mal hier weiter. Ah, hier ist wieder so ein Gegenstandladen. Da will ich doch mal gleich schauen, ob man hier noch was Besseres für Sailor Mars bekommt. So... Ja, dem. Warte mal, was hat sie denn jetzt so bei sich? Das ist was. Ah, wir haben immer noch die Ohrringe und den Armreif von vom vorherigen Szenario. Mal kurz schauen. Was gibt es denn noch hier zu kaufen? Also Ohrringe, Armreif habe ich. Ja, das war's. Halskette. Ich würde sagen, dann machen wir mal wieder das alte Setup sozusagen und kaufen ihr noch ein Diadem. Gut, und ja, natürlich gleich ausrüsten damit. Ja, stimmt jetzt von der Reihenfolge nicht, aber das soll uns mal nichts ausmachen jetzt. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind ganz gut ausgerüstet, ne? Weiter geht's. Mal kurz umhören hier mit den Leutchen noch. Du hast ein reines Herz, aber für einen starken Glauben brauchst du auch ein starkes Herz. Wenn du das erreichst, wird das Böse niemals dein Herz stehlen können. Er sagt sehr gerne das Wort Herz, aber gut. Andere Länder, andere Sitten, sag ich mal. Ah, auch hier kann man einfach in die Wohnung reingehen. Schönes Strohbett hier, wundervoll. Ah, ich gebe das einfach mal auf hier, wild drauf loszuklicken. Ich glaube, hier finde ich auch nichts unbedingt. Wäre bloß fies, wenn ich nachher ein Puzzleteil nicht haben sollte, nur weil ich das vergessen habe. Es ist wichtig, ein gutes Herz zu haben. Ja, sowas ähnliches haben wir schon mal gehört. Das Gute und das Böse. Manchmal verstehe ich beide Seiten nicht. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Jedite sagte immer, wer mit dem Herzen sieht und nicht mit den Augen, wird alles verstehen. Ha, nur so. Alles etwas spirituell angehaucht hier. Guten Tag. Farek bittet den Ältesten, das Dorf zu verlassen. Du solltest jetzt gehen.
Hä? Fühlst du dich nun besser? Sie sind Jager, der Älteste des Jagerdorfes, nicht? Richtig? Dank Ihnen geht es mir viel besser. Vielen Dank. In der Tat, aber warum warst du, ein Mädchen, ganz allein an diesem Ort? Ich kann dir meine Gründe nicht nennen, aber vielen Dank für deine Hilfe. Entschuldigt, wenn ich unterbreche, aber es gibt etwas, das ich wissen muss. Ja? Natürlich, ich verstehe. Wieso bist du hierher gekommen? Jemand, der mir viel bedeutet, ist sehr krank. Für seine Heilung ist ein Stein, der Jedite-Stein des Lichts heißt, notwendig. Farik, hast du je von so einem Stein gehört? Nein, aber vielleicht könnten wir den Hohepriester im Takara-Kub-Tempel fragen. Wo ist dieser Takara-Kub-Tempel? Das war der Tempel, in dem du vorhin warst. Was? Der Tempel von vorhin? Ich will wirklich nicht dahin zurück. Aber es geht nicht anders, stimmt's? Was zum Henker? Was soll das? Frauen können da nicht alleine hingehen. Aber ich bin eine... Warum hörst du nicht auf mich? Ich könnte an deiner Stelle gehen. Es ist so gefährlich für dich. Der Feind würde nicht zögern, dich zu töten. Du bist wirklich stur. Es wäre viel einfacher, wenn du auf mich hören würdest. Weißt du überhaupt, wie die Hohepriesterin, wie die Hohepriester aussehen? Die sind, ich weiß es nicht. Es könnte gefährlich werden, aber würdest du mit mir gehen? Oh je, du hörst nie zu, nicht wahr? Achso, ich denke mal, das bedeutet, er geht mit uns. Gut. Ja, soll es das denn etwa schon gewesen sein in diesem kleinen Dörfchen? Huch, da wollte ich jetzt nicht hin. Ja, wo gibt es denn einen Ausgang hier? Mal kurz schauen. Da ist hier noch eine... Da ist noch eine Taverne. Kann man auch speichern. Ich mach das spaßeshalber mal. Wer weiß, was mich außerhalb des Dorfes hier erwartet. Speichern, sicher. Und lasst mich raten, es ist teurer geworden. Nee, auch 500 Yen. Ja, ganz interessant. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Sie kann überall mit Yen zahlen. Das ist wirklich sehr schön. Also sehr interessant, dass das überall akzeptiert wird. Ich hätte ja mehr so mit Traveler-Checks gerechnet oder sowas. Aber na gut. Yen scheint doch sehr international akzeptiert zu sein. Was haben Sie mir noch zu sagen? Du solltest an Shedete glauben. Ja. Okay. Ich experimentiere mit Suppen und ihren Zutaten. Ich möchte die beste Suppe kochen, mit der ich alle glücklich machen kann. Aha, ich möchte nicht wissen, woraus deine Suppe später mal besteht, aber... du bist ja Gott sei Dank noch nicht fertig. So, ich suche jetzt eigentlich ja auch nur den Ausgang des Dorfes hier. Hier ist schon mal nix. Hier kann man nicht weitergehen. Ah, es scheint hier wieder zu Zufallskämpfen zu kommen. Gesen und Avogadora. Ah, okay, mal sehen, wie stark die sind. Ah, ich habe ja abgespeichert. Ich mache mal einfach weiter hier mit diesen ganzen mehrere Feinde. Attacken. Alter Schwede. Oh, die hauen aber wirklich rein mit ihrem Schaden. Aber sie macht auch gleich ein Level, das ist gut. Ich habe eine... klitzekleine Idee gerade. Ich habe 42.000 Yen. Ich werde mal kurz nochmal zurück in diesen Item-Shop und schauen, ob die eventuell was zum Heilen haben, weil das ist mir doch ein bisschen zu prekär.
bloß noch wissen, wo das verdammte Ding war hier. Okay. Gut. Stati gibt Schutz. Verteidigung plus Angriff plus Maschinen. Heilt alle Hitpoints. Ja, dann nehme ich doch mal die. Die kosten 500. Wie viel nehme ich denn da mal? Ja, brauche ich ein bisschen mehr. Ich denke, 30 würden reichen erstmal. Gut. Ja, gut, verlassen wir mal wieder das Dorf. Mach mal kurz einen Quicksave. So. Ja, mal schauen, was uns hier noch für Gegner erwarten. Da geht's auch schon munter weiter mit dem Kämpfen. Ja, wieder diese Vögel. Ich muss jetzt mal drauf achten, ob man nach dem Kampf wieder regeneriert. Aber das, glaube ich, war jetzt nur der Fall, weil wir ein Level gemacht haben. Ja gut, okay, die sind ziemlich einfach zu besiegen. Teilen aber auch ganz gut aus. So, was sagt denn eigentlich unser Level? Wir sind Level 7. Das ist natürlich nicht so gut. Ich denke mal, dass es wieder ein ganz guter Platz zum Grinden ist. Ja, wir erholen keine Hitpoints nach den Kämpfen, sondern wirklich nur die EP zur Verwendung der Spezialfähigkeiten. Gut. Ja, und ich würde mal sagen, hier ist mal wieder ein perfekter Platz zum Grinden. Ich mach mal kurz das Video auf Pause und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier fertig gegrindet habe. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt einige Zeit hier gelevelt. Ich bin jetzt mit Sailor Mars auf Stufe 12. Und das war ganz schön heikel, weil solange ich noch Stufe 7 oder 8 war, haben die Gegner ganz schön ausgeteilt und ich bin sogar einmal gestorben. Man geht dann oder man kommt dann zurück zur oder zu dem Ort, wo man als letztes gespeichert hat. Das war, glaube ich, in der Taverne der Fall. Und hat aber jegliche Levels verloren und jeglichen Level-Fortschritt sozusagen. Übrigens, was dieses Kleeblatt hier bedeutet mit normal und so weiter und so fort, soll wohl so eine Art Glücksfaktor sein oder so, hat allerdings überhaupt keinen Einfluss auf das Spiel. Das ist einfach nur ein, ja, wie soll ich sagen, total an den Haaren herbeigezogenes Element, was keinen Nutzen hat und auch nichts bringt. Also zumindest weiß ich nicht, was es bringen soll und keine Ahnung, habt auch nichts dazu gefunden, was es bedeuten könnte. Das Gute an diesen ganzen Levelcampen ist natürlich, dass ich wieder meine Yen ganz gut aufgefüllt habe und das doppelt Gute sozusagen ist, dass ich diese Heil-Items gekauft habe in dem Laden im Dorf, weil ansonsten wäre ich hier verloren gewesen teilweise. Aber jetzt bin ich Level 12, ich mache die Gegner wieder wenigstens Gutes platt und wir gehen einfach mal weiter und suchen den besagten Tempel. So. Es waren auch nur die beiden Gegnertypen vorhanden, die wir bereits bekämpft haben oder die ihr bereits gesehen habt. Da ist kein neuer dazu gekommen. Und ihr seht, ich teile hier schon wieder Schaden wie nichts Gutes aus. So, einfach mal hier lang weitergehen. Oh. Sollte ich hier schon richtig sein? Hallo? Im Tempel habe ich eine steinerne Statue des Hohepriesters gesehen. Ich war überrascht, wie echt sie aussah. So. Gut, ich will nur mal kurz schauen, gibt es hier noch einen Gegenstandladen? Das heißt, dass es hier vor langer Zeit einmal ein unterirdisches Dorf gab. Hallo, ich möchte hier bitte durch. Unhöflich, die Leute hier schon wieder. Ah, das muss der Tempel sein. Aber ich glaube, hier gibt es gar keine Einkaufsmöglichkeit, ne? Aha, sieht auch interessant aus. Auf jeden Fall ist keiner da. Hier ist nur eine Taverne. Man kann wieder speichern. Ja, lass uns das mal wieder machen. Wer weiß, was gleich auf uns zukommt im Tempel? Und ansonsten war's das, ne? Ja. Okay.
Da kommen wir her. Aber ich finde diesen Rennmodus echt wirklich übertrieben. Aber gut. Hallo, guter Mann. Gehst du auch zum Tempel, um zu beten? Ja, um zu beten. Natürlich, natürlich. Warum gehen wir nicht zusammen zum Tempel? Ah, mir wurde einst verboten, mit Mönchen zu gehen. Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Also das ist irgendwie, das hat sich wie so ein Trauma hier. Na gut, das war ich ja gar nicht. Das war ja Sailor Merkur. Aber ich als armer Let's Player musste das durchmachen. Außerhalb des Dorfs ist es gefährlich. Dort befinden sich sehr viele Monster. Ja, das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Deine Warnung kommt etwas zu spät, gute Frau. Gut, Du bist so cool, weißt du das? Ah, vielen Dank. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Ah, da ist der Itemladen. In diesem Dorf gibt es nichts außer den Tempel. Und einen Itemladen und eine Taverne und ganz viele Häuser, aber naja. Haben Sie etwas Neues im Angebot? Sushi, Wasser, Lunchbox. Die leckere Lunchbox! Aha! Die leckere Lunchbox! Für schöne Lippen. Ohne Toilette soll das wohl heißen. Heilbad. Ja, aber ich glaube, wir sind ganz gut mit den Items bedient, die uns komplett heilen. Und die Yen möchte ich dann auch sparen irgendwo. Gut, ich würde sagen, dann können wir mal in den Tempel reingehen. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Ach, hier oben. Vor kurzem hat ein Eindringling den Takrakub-Tempel betreten. Habt ihr diese Person zufällig hier gesehen? Nein. Wirklich? Nun, wenn ihr sie findet, tötet sie für uns. Moralisches Angebot irgendwo. Gut, gehen wir mal hinein. So. Ja, das kennen wir ja alle schon von dem kleinen, von der kleinen Einführung in dieses Szenario vorhin, als wir hier angefangen haben oder als wir hier angekommen sind. So, da war doch eine Statue, die irgendwo anders aussah, ne? Oder? Täusche ich mich jetzt? Ja, hier oben, genau. Ah ja. Ach ja, Farid war ja die ganze Zeit dabei. Das ist... Es ist der Hohepriester. Was zum Teufel? Er ist zu Stein geworden. Wer könnte so etwas getan haben? Es wird sicherlich nicht im Interesse anderer sein, wenn du Jelitis Stein findest, oder? Ja, so ist es. Aber die wissen nicht, dass ich hier bin. Wenn sie gemerkt haben, dass du hier bist, wissen sie Bescheid. Aber wer würde jemandem etwas antun, der gar nichts mit all dem zu tun hat? Bist du in Ordnung? Hä? Ja, aber der Hohepriester scheint nicht tot zu sein. Mars, was ist los? Bist du etwa rot? Ja, es ist nichts. Nun, ist der Hohepriester hier in Sicherheit? Ah, du hast mich auf eine Idee gebracht. Wenn wir die Gedanken des Priesters analysieren, erfahren wir, wie wir ihn zurückverwandeln können. Gemetus Rubin, befreie mich, bitte! Ich verstehe. Der Gemetus Rubin. Dieser Gemetus Rubin befreit ihn. Natürlich! Die Woge des Bösen kam aus diesem Rubin. Der Gemetus Rubin muss ihn zu Stein verwandelt haben. Ah, der Rubin? Oh oh. Oh. Da fliegt er dahin. Aha, es kommt zu einem Kampf. Daisuju, okay. Ja, alles klar. Gut, ich denke, ich bin kräftig genug. Feuerschlange haben wir noch. Feuerringe, Feuerstrahl. Achso, ich habe die ganzen Gegner eben beim Grinding oder beim Leveling mit den Feuerringen platt gemacht. Ich versuche hier mal die Feuerschlange.
Oh ja. Oh, oh, oh. Ho, 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 ho. Nicht schlecht. Aber auch wieder sehr einfach für so einen Bossgegner. Wir haben es geschafft. Wir haben den Dämon aus Gemetos Rubin besiegt und die Menschen, die durch ihn gesteuert wurden, sind nun wieder normal. Ihr mögt nun glauben, ihr habt es geschafft, aber... Wer ist da? Mein Name ist Nergal. Ich bin Apsos treue Dienerin und du gehörst zu den Kriegerinnen, die ich töten muss. Warum macht ihr all diese gemeinen Sachen? Wir haben uns selbst getestet. Mein Assassine und ich. Sailor Mars. Und nun ist der Test vorbei. Jetzt wird es Zeit für die wahre Vorstellung. Und wir fangen mit dir an. Oh. Varek! Kümmer dich nicht um mich. Kümmer dich lieber um das Mädchen. Aber... Mach schon. Ich werde es schon schaffen. Bring sie um. Halt den Mund. Oh. Phobos, Deimos, beschützt Varek. Was für nervige Raben. Verschwindet. Ich nehme diesen Jungen mit. Wenn du ihn zurück willst, komm noch Krita Yuga. Nein, Phobos, Deimos, Varek. Ah, der Gemetus-Rubin. Oh. Hohe Priester. Du bist diejenige, die mich befreit hat, oder? Du hast mich von all den bösen Gedanken befreit. Ich danke dir vielmals. Solltest du jemals etwas benötigen, dann frag mich. Krita Yuga, wo liegt Krita Yuga? Krita Yuga ist der Name der Ruinen, die sich im Norden des Dorfes Yaga befinden. Auch wenn Yaga selbst eine Ruine geworden ist. Das Dorf Krita Yuga war einst ein Ort der Verehrung eines Gottes namens Jedite. Nur dieser bestimmte Ort ist... Warten Sie einen Moment. Sagten Sie gerade, das Dorf Yaga wurde zu einer Ruine? Das kann nicht sein, ich war gerade erst dort. Ich muss sofort zurück nach Yaga. Eigentlich liegt das Dorf Yaga schon seit über 50 Jahren in Schutt und Asche. Aber... Planst du nach Krita Yuga zu gehen? Ja, ich muss dorthin. Wenn das so ist, dann nimm das hier. Des Hohepriesters Münze erhalten. Ah, okay. Der Eingang zur Krita Yuga ist in einer Höhle, nördlich der Ruinen von Yaga. Es ist gefährlich dort, also sei vorsichtig. Gut, also haben wir ja schon einen nächsten Anhaltspunkt, wohin wir zu gehen haben. Mysteriöserweise soll allerdings das Dorf, wie hieß es denn nochmal? Habe ich jetzt ganz vergessen. Yaga, glaube ich, ne? Yaga, Dorf Yaga, ja genau. In Ruinen liegen. Und ja, deshalb ist das mysteriös, weil wir ja gerade eben erst da waren und auch Varek aus diesem Dorf stammt. Gut, wir schauen mal, was wir machen können. Aber ich würde sagen, da sich hier ein Savepunkt befindet, lasse ich euch mal wieder mit dem kleinen Cliffhanger hier alleine nochmal kurz speichern. Achso, ich wollte nochmal kurz schauen, was wir hier mit den Puzzleteilen, wie das mit den Puzzleteilen hier aussieht. Oh ja, nimmt ja schon langsam Formen an. Fehlt nicht mehr wirklich viel. Und ja, es wird tatsächlich ein Bild von den Sailor-Kriegerinnen. Okay. Ich speichere hier kurz ab. Achso, ich habe jetzt den... Ja. Ich will hier raus, bitte. Speichere mal kurz hier ab. Ja, möchte ich. Ja, und würde sagen, wir machen nächstes Mal hier weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Ja, nächstes Mal dann... Geht es weiter mit Sailor Mars Szenario? Hoffentlich mit nicht ganz so schweren Gegnern, hoffentlich nicht mit allzu viel Grinding. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Hinterlasst gerne wieder ein Like, ein Comment oder auch gerne ein Abo, da würde ich mich wirklich freuen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Sailor Moon Another Story. Bis dann und tschüss!